Bremen gegen Stuttgart, meine Damen und Herren. So ist die Partie am 22. Spieltag, Freitagabend um 20:30 Uhr in Bremen. Die Stuttgarter brauchen unbedingt einen Sieg hier. Auch, dass Markus Weinzierl nicht fliegt. Vielleicht aber kann Milot Rashica von Bremen den Stuttgartern einen Strich durch die Rechnung machen. Zwei Tore hat er im letzten Spiel geschossen. Die Aufstellung von den Bremen sieht wie folgt aus: Pavlenka am Tor. Ansonsten keine einzige Überraschung. Großartig. Beide Eggestein-Brüder. In der Startelf Max Kruse vorne drin im Sturm. Die Stuttgarter gehen rein in einen 4, mit einem 4-4-2. Baumgartl immer noch angeschlagen, deswegen Kabak in der Innenverteidigung. Gentner wieder zurück in der Startelf, der war ja gegen RB Leipzig draußen. Und die einzige Veränderung noch hier: Donis mit Gomez vorne in der Doppelspitze. Erste Szene. Spielen wir rein in die 9. Minute. Pass von Eggestein zu Eggestein. Gebre Selassie. Eggestein wieder. Und das ist hier sehr schön. Schauen Sie sich diesen Spielaufbau an. Und beinahe wäre der Ball bei Max Kruse angekommen. Aber Zieler war dazwischen. Und schon geht es in die andere Richtung hier. Die linke Seite mit Mario Gomez. Askasiba, 20. Minute, Donis, Askasiba. Und da steht Donis und das ist das 1 zu 0 für den VfB Stuttgart in der 21. Spielminute. Schöner Doppelpass zwischen Donis und Askasiba. Und da muss Donis ja nur ins leere Tor einschieben. Der war nicht leicht zu nehmen. Aber trotzdem, Torschtor. Sehr schön herausgespielt. Wir sehen das immer ganz deutlich. Kein Abseits. Pavlenka konnte den Ball nur abprallen lassen. Nächste Chance, 28. Minute, Zuber! Das ist 2 zu 0 sein. Genau, Pavlenka passt hier richtig gut auf und verhindert hier das 2 zu 0. Stark geschossen. Der hat sogar geflattert, der Ball. Das sind Ecke für den VfB. Noch nicht draußen, Zuber. Schöne Flanke. Und dann kann es wieder in die andere Richtung gehen über Klaassen. Johannes Eggestein. Gebre Selassie über die rechte Seite. Kommt er gut vorbei an Ozan Kabak Kruse. Jetzt Kruse wieder als Kassibar dazwischen. Klaassen. Ein Ball hin und her hier. Vor dem 16er des VfB Stuttgart. Und Rashica mit dem Schuss. Abgeblockt. Es gibt den Eckball. Durch die Beine von Benjamin Pavard. Ist mit Ecke also für Bremen. Max Kruse wird sie reinbringen. Können die Bremer was draus machen? 1-0 liegen sie jetzt zurück. Die Ecke landet bei Christian Gentner. Augustinsson. Und wieder nächster Schuss hier. Wieder. Tolle Parade von Ron-Robert Zieler. Und hier jetzt der Konter. Der Schwaben über Esswein, rechte Seite. Askasiba. Donis wieder Esswein. Könnte vielleicht etwas werden. Ball wird aber abgeblockt. Schlechte Flanke. Augustinsson. Schönes Ballspiel. Schönes Passspiel hier, meinte ich. Jetzt vielleicht geht vielleicht was für Bremen über die linke Seite. Pavard aber wieder dazwischen. Ozan Kabak hier macht ein sehr souveränes Spiel. Für einen 18-Jährigen in der Bundesliga hat sich sehr schnell eingefunden. Und weil er sein Debüt gehabt hat, das war. Kommt leider nicht hier, nicht zum Abschluss. Sonst passiert ja eigentlich nichts großartig in der ersten Hälfte. Springen wir rein in die zweite Hälfte. Einwurf für Bremen in der Nähe des Strafraums des VfB Stuttgart. Kruse mit dem Zeitfallzieher legt sich das selbst auf. Eine Gefahr für den Torhüter. Gomez sucht da Shadrach Akolo, der zur Halbzeitpause für Alexander Esswein gekommen ist. Nochmal die Chance, Rashica.
Und Möwald hätte das 1:1 sein müssen in der 75. Minute. Hat er aber nicht mehr offenbart. Schießt sie mit drüber. Da muss auch Ron Robert Zieler nicht eingreifen. Die Schwaben hier weiter am Drücker. 1:0 ist ihm nicht genug. Gomez. Akolo über die rechte Seite. Und das ist Castro, der für Christian Gentner gekommen ist. Aber auch wieder hier. Kein Problem für Pavlenka. Und den Schwaben gehört auch noch die letzte Chance des Spiels. Gomez über die linke Seite. Das Castro war mit der Direktabnahme zur Flanke. Und das ist dann der Abpfiff. Stuttgart gewinnt hier mit 1:0 auswärts in Bremen durch das Tor von Anastasias Donis. Ein Schuss, ein Tor. Besser kann es für den VfB nicht laufen. Sie hatten natürlich mehrere Möglichkeiten, hätten hier die Führung noch weiter ausbauen können, aber mit 1:0 kann man schon zufrieden sein. Dann bedanke ich mich beim Zuhören und lasst gerne ein Like unten ab, oder? Bis dann. Ciao, ciao.